Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute bei wunderschönem Wetter zur Wiedereröffnung des Engelshauses und zur neuen Dauerausstellung Leben und Werk von Friedrich Engels. Logisch stand. Also es gibt ja ganz viele Schriften von Engels, wo man beeindruckt ist, auf welcher Höhe in der Zeit der moderne technologische beurteilen konnte, diese Dimension zusammenzubringen. Ich komme bei der Wissenschaft, was mich an keine Zeit wieder diskutieren wirkt an Wissenschaft und Gesellschaft hinein. Und für mich ist Engels eben einfach ein interdisziplinäres Genie, das sich von dem, was er da real in der Welt vorfindet, immer wieder inspirieren lassen. Ich gehe aber jetzt gleich weiter. Ich habe nur mal eine Frage an Sie. Wie hat Wuppertal Friedrich Engels geprägt? Ja, für mich Engels ist ja nicht nur hier vis-à-vis auf der anderen Seite des Engelsgartens. Thank you.